Recruit has reported for briefing as instructed. Recruit is 42 seconds late. Recruits have been executed for less. This unit will request permission to do so. The recruit is expected to achieve competence in regard to technical apparatus. The recruit will learn how to maintain, repair, and modify such in order to perform their duties at the maximum level of efficiency. Failure to achieve said competence will most likely cause the recruit to die. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Sci-Fi Basis. Und ich muss einmal ganz kurz was gestehen, wir sind wieder in Warhammer 40k Darktide. Ich habe ein Match ohne euch gespielt, deswegen die Anfangs-Cutscene, die ihr gerade gesehen habt, war vom Ende des letzten Levels. Aber ich muss sagen, das Level hat nicht wirklich viel Spaß gemacht, habt ihr nicht viel verpasst. Wir werden hier nochmal eine neue Mission starten und ich guck mal rein, was es hier gerade so zur Verfügung gibt. Wir haben eine Menge Level 1 Missionen bisher gemacht. Ich würde ganz gerne mal eine Level 2 Mission ausprobieren. Sei denn, hier ist noch eine interessante, die ich noch nicht kenne. Bahnhof kennen wir mittlerweile schon. Level 2 Mission, die läuft schon gerade. Oh mein Gott, jetzt die andere Level 2 Mission weg, die hier wäre. Na, nee, so wie es aussieht, ist die sogar fast schon beendet. Was ist das hier? Energiematrix. Da gehe ich rein. Ich glaube, die kenne ich noch nicht. Ja, wie gesagt, ich habe schon ein Match gespielt und ich muss auch sagen, bisher, ich nehme das Ganze ein bisschen eher auf als das, was ihr hier seht. Das heißt, bisher ist nur das allererste Let's Play gekommen. Und da habe ich einiges an gutem Feedback von euch bekommen, einiges gemischt, dass einige Leute das zu gruselig fanden und so. Aber ich meine, das ist ein Horden-Shooter im 40k-Universum, das muss halt irgendwie gruselig sein. Aber hören wir jetzt erstmal da, was da gesagt wird. Okay, versuchen wir. Generell schreibt mal gerne einfach unten in die Kommentare, ob euch das hier weiterhin gefällt, ob ich vielleicht mal andere Charaktere ausprobieren soll. Der Ogryn würde mich sehr interessieren oder der Psioniker. Oder ob wir mal, wenn ich hier weiter 40k Let's Plays mache, in vielleicht Chaos Gate Demon Hunters reingucke oder Mechanicus würde mich zum Beispiel mal sehr interessieren. Okay, ich bin hier scheinbar mit zwei Bots. Ja, das sind die beiden Bots gestartet. Interessant. Und ich glaube, das kenne ich noch nicht. Boah, aber diese Umgebung, das... Oh, ich liebe es so sehr, die Atmosphäre, die hier ist. Viel zu cool. Mine hat auf uns gewartet. Okay. Okay. Ah, lustig. Okay, die Kryonikstäbe finden. Oh. Weg mit euch. Denn Sturmgewehr ist kein Bolter, ne? Ne, ist kein Bolter. Das kann explodieren, das will ich nicht. Mit der Schaufel hier rein. Na gut. Für die verschwende ich keine Schaufel. Das war kein Kopfschuss, da habe ich daneben geschossen, das gibt's ja nicht. Die sind alle weg. Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner. Weg mit dir. Solange man die auf Distanz halten kann, ist alles gut. Keine Lust hier hinterher sogar selber noch infiziert zu werden. Ich glaube nicht, dass das in dem Spiel möglich ist, aber... ja, trotzdem. Muss denen nicht so nahe kommen, wenn es nicht sein muss. Ich liebe diese Atmosphäre. Hier ist einer. Weg mit dir. Ja, das sagt er gerade. Und schon springe ich hier rein und greife mit der Schaufel an. Oh, Walter Karen ist jetzt mit dazu gekommen und Mark. Interessant. Oh. Oh
Okay, jetzt eine Granate zu werfen, das ist wahrscheinlich dumm. Hätte ich vorhin machen sollen, aber naja. Immerhin einen habe ich damit noch weggehauen. Oh, wartet, das kann ich in die Luft jagen. Ist vielleicht ein bisschen blöd, nicht meinen Verbündeten zu folgen, aber andererseits kann ich hier denen auch ein bisschen Rückendeckung als Scharfschütze geben. Oh mein Gott. Der ist weg. Nachladen. Okay. Ich habe das Gefühl, ich bin hier oben ziemlich unnütz. Lasst uns mal hier reinsprinten und gucken, was hier so abgeht. Alter, Karen geht jetzt hier auch mit einer Axt rein, okay. Nicht mit einem Bolter. Oh! Der ist verbrannt, sehr schön. Dann könnte man... Au! Sich heilen, wenn man müsste. Gut, dass ich es nicht muss. Du kommst weg hier. Metal Fab, okay. Ist weg. Oh oh. Mit dir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind noch am Anfang des Levels. Kann ich das? Oh, das wollte ich nicht. Na gut, jetzt ist meine Dings auch schon wieder weg. Meine Fähigkeit. Mal kurz hier drüben gucken, was ist hier drin. Kann ich ganz gut gebrauchen. Der muss weg. Vernichtet den doch, meine Güte. Da hinten kommen einige. Walter Karen rennt da ordentlich rein. Nachladen. Okay, also bisher geht dieses Level definitiv klar. Deswegen, wie gesagt, hätte ich gerne mal ein Level 2 Level gehabt. Aber ich bin mal gespannt, ob es hier auf der Map irgendwelche Bosse gibt. Gibt es ja scheinbar nicht überall. Manchmal sind dann am Ende nur große Hordensektionen oder so. Was ich bisher so mitgekriegt habe. Was gibt's hier? Munition, nehme ich. Oh, nein. Ich möchte dich hier bitte nicht bei mir haben. Oh mein Gott. Dem habe ich ein paar Schüsse verpasst, aber längst nicht genug. Kommt weg. Das ist einer von uns. Ah, lass mich doch hier rein. Ich sehe kein Fenster. Da wäre ein Fenster. Mit dir, weg mit dir. Dass die alle hier Schusswaffen haben. Ist ja nervig. Dem in den Rücken schießen. Nee, da ist ein Fenster, da kommt man nicht rein. Okay. Nachladen. Kann ich darüber springen? Kann ich nicht. Super. Oh mein Gott. Er hat eine Shotgun. Weg mit dir! Wie viel Leben hast du? Omega 77 mag ich jetzt schon, muss ich sagen. Oh mein Gott, was war das? Oh, oh. Ist er? Weg mit dir. Jawohl. Okay. Meine Güte. Diese ganzen Insignien des Adeptus Mechanicus gefallen mir sehr, sehr gut. Bin ich mal gespannt, ob irgendwer in Zukunft hier so ein paar Gameboards für... Killteam oder so, oder für 40k bastelt, die hier nach aussehen, oder für Necromunda. Ja, gucken wir mal, was hier drin ist. Au, 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 au. Ob ich dieses Buch mitnehmen sollte, weiß ich nicht. Oh, oh, die Musik wird laut, das bedeutet, hier ist Horde. Okay, hier ist nicht nur wenig Horde, hier ist viel Horde. Jetzt wird's langsam interessant. Ich hoffe, die halten mir den Rücken frei, während ich hier diese eine Tür halte. Oh mein Gott, ich dring sogar weiter nach vorne vor. Mal vielleicht einen starken Angriff. Oh. Oh mein Gott, wie viele kommen hier noch? Ah, oh, warum ist jemand hinter mir? Oh. Mist, 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 Mist. Aber ich habe noch gut Leben, immerhin. Alter, wie viele seid ihr denn hier? Sind überall. Au. Oh. Weg mit dir. Alter, was war das denn? Oh mein Gott. Nachladen. Das hätte ich definitiv mit meinem Lasergewehr nicht geschafft. Wo müssen wir denn lang? Heilen muss ich mich nicht. Mark könnte sich mal heilen hier.
Okay, will er nicht machen. Gut. Wenn er nicht will, will er nicht. Kann ich ihn nicht zu zwingen. Mein hat Kriecherkanonier getötet. Okay. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Was ist hier drin? Falls irgendwer Munition braucht. Wenn die jetzt alle weg sind, nehme ich mir die Munition. Kann man nie genug von haben. Wo geht's denn hier lang? Ey, das sieht alles so cool aus. Wo sind die? Warum sind die jetzt da? Wie sind die da hingekommen? Hier, okay. Kann ich nicht hier drüber springen? Ich hoffe, das tut mir nicht weh. Ich habe so das Gefühl, keiner von uns hat Ahnung, wo wir hin müssen. Ich habe das Gefühl, von hier sind wir gekommen, aber okay, hier sind Gegner. Weg mit dem. Oh mein Gott, hinter uns! Oh, oh nein! Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ein Mutant. Na gut. Ist die Yoda oder? Oh meine Güte. Der hat mich mal eben schön rumgeschleudert, aber es geht. Ich habe noch ganz gut Leben. Von daher. Nachladen. Falls hier nochmal was kommt. Ich folge denen einfach mal. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die sich hier... Granate besser auskennen als ich, aber ich bin irgendwie so ein bisschen überrascht, dass ich so lange noch so gutes Leben hier habe. Alter Karen oder den anderen beiden folgen? Wo seid ihr lang hier? Ich folge den anderen beiden. Na okay, die gehen wieder zurück, dann weiß Alter Karen wahrscheinlich besser, wo es lang geht. Oh oh, da kommen die Hunde. Die Chaoshunde, oh oh. Waren wir nicht hier schon? Ah, das ist manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich, hier. Okay, hier hat noch keiner aufgemacht, hier waren wir wahrscheinlich noch nicht. Die Geräusche. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon mal waren oder nicht. Ich folge einfach Balter Karen. Ich habe nur so das Problem, das Gefühl, die folgen mir einfach. Und wir haben alle... Oh! Ah, Hilfe! Hilfe! Ich brauche Hilfe, Leute! Oh mein Gott, danke. Alter. Wir laufen hier die ganze Zeit in Kreisen und keiner hat eine Ahnung, wo es lang geht. Oh, da hinten gibt's Gegner. Na, vielleicht sind wir dann doch in die richtige Richtung unterwegs. Auch wenn hier alles gleich aussieht. Ja, gehen wir mal zu Control, dass sie... Willst du mich veräppeln? Oh mein Gott, die wollen mich nicht veräppeln! Die wollen mich töten! Ich gehe lieber mal weiter. Angriff ist die beste Verteidigung. Nachladen. Hinter Balter Karen. Oh mein Gott, da will ich vielleicht doch nicht lang gehen. Wir sind alle verrückt, dass wir hier mit Spaten... Wow. In den Kampf ziehen. Geil, da haben wir nichts. Auch nichts. Ah, Munition brauche ich nicht unbedingt. Sicherheitstür. Weiter geht's. Okay. Dann ist hier wohl doch der richtige Weg. Jetzt Munition. Nehme ich. Okay, gehen wir mal hier rauf. Und versuchen die Kühlmittelsteuerung zu finden. Oh mein Gott, es sind zu viele. Granate. Oh. Ah! Muss nachladen. Aber den einen Mini-Boss da habe ich wenigstens besiegt. Au. Der kriegt jetzt meinen Spaten ab hier. Warum? Oh mein Gott! Noch ein Mutant! Au! Helft mir! Danke. Alter Falter. Ja, komm. Den... Was machst du da? Warum tötest du den nicht? Ja, nehme ich, wenn das keiner von euch nimmt.
Immer schön Balta Karrion hinterher. Ich habe so das Gefühl, Balta Karrion ist der oder die erfahrenste. Oh mein Gott. Das sieht für mich nach einem Endgegnerraum aus. Oder Endhordenraum. Wunderbar. Oh, was war das denn? Und warum seid ihr da hinten? Warum ist mein da hinten jetzt besiegt? Was macht der da? Okay, da kommt ein Gegner. Jetzt ist er sogar tot. Was macht ihr da hinten, Leute? Gut, das ist dann wohl der Grund, warum er gestorben ist. Nee, ich habe keine Lust, bis da hinten zurückzulaufen. Nee. Garantiert nicht. Jetzt ist Mark auch tot? Nee. Ah, mein wird in 18 Sekunden gerettet. Oh mein Gott. Kommt ihr jetzt alle mit? Oh oh. Oh oh, die kommen wieder von hinten, Leute. Die kommen wieder von hinten. Au. Kommen auch aus dem Raum raus. Okay. Interessant. Die wollen wahrscheinlich, dass wir hier weitergehen. Wir sind zu lange an einem Ort. Könnte ich mir vorstellen, dass das dann nach einer Weile getriggert wird, um uns weiterzuschicken. Und ich glaube, es gibt nur für die abgeschlossene Mission und für Bonussachen und so weitere XP. Meine ist jetzt da unten. Kann gerettet werden, dann mache ich das jetzt auch. Er rennt einfach an den Gegnern hier vorbei. Munition. Schnell nachladen. Au! Oh, will die Kryonikstäbe laden. Komm schon. Datensammler. Ist das geil. Ja, servus geil da drüben. Oh mein Gott. Oh oh. Uh oh. Oh, die Musik. Ja, die Mad Station nehme ich, wenn ich das noch kann. Danke. Oh, kommen hier viele. Ab ins Gemetzel. Oh. Weg mit euch. Weg mit euch. Diese Musik. Oh, oh, ich hab einen Hund gehabt. Das ist ein Hundi. Der ist weg. Die Musik ist so geil. Kommen hier noch welche? Da hinten sind ein paar unterwegs. Au. Wo war das? Da. Einer. Und das ist nicht gut, wenn hier grünes Feuer auf einmal ankommt. Wir haben so gut die Hälfte geschafft, hier runterzuladen. Ich bleib einfach hier. Ah! Wo bist du? Oh mein Gott, es ist nicht nur einer. Die springen alle hier runter! Nein, ihr schafft das nicht. Ihr nehmt das nicht. Ich verteidige das mit meinem Leben. Und mit meinem Spaten. Kann ich hier irgendwo für irgendwen snipen? Irgendwem helfen? Ich habe schon wieder einen Hundi gehört. Okay, hier ist es nicht. Da feiert schon wieder jemand auf mich. Ist weg. Müssen wir hier irgendwas machen? Oder müssen wir zu einem anderen Kryonikstab? Irgendwie habe ich das Gefühl, geht es nicht weiter. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah doch, langsam geht's weiter. Vielleicht habe ich da zu lange rumgestanden. Oh. Weg mit dir. Vielleicht gehe ich da mal mit meinen Buddies mit. Die scheinen hier mehr Spaß zu haben als ich. Hinter dir! Au, oh, jetzt hinter mir scheinbar. Egal, ich renne hier einfach rein. Können sich die anderen drum kümmern, die dann angegriffen werden. Sehr kameradschaftlich, wa? Ich lasse denen auch ein bisschen Arbeit. Oh, oh mein Gott, der ist... Das sah gerade so aus, als wäre einer von uns getötet worden, aber... Ist wohl nicht so. Was ist denn hier drüben? Hier müssen wir auch welche machen. Au! Gott, Imperator, seht ihr das? Ja.
Hat Baltacaron das jetzt gemacht? Okay. Aber schade, das sieht mir nach keinem Bossgegner aus, sondern nach einfach Horde. Ich mag die Bossgegner hier irgendwie. Bin mal gespannt, was dann für ein Bossgegner auftaucht. Da hinten komme ich runter. Hör doch auf uns zu schießen, Mann. Haben wir es jetzt geschafft? Ach nein, ich habe irgendwann das Buch fallen gelassen auf für Munition. Das ist nicht gut. Naja, gut. Ist dann halt so. Aktiviert den Matrix-Turm. Ich vermute mal, dass wir dann nochmal... Mark, du solltest hier vielleicht mal... Für Mark. Sollte die vielleicht mal nutzen, aber... Die rennt weiter, okay. 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 Muni nehmen. Und runterspringen. Oh mein Gott. Völlig leben? Nein. Gut. Oh oh. Der ist weg. Verräterbomber ist tot. Ich vermute, dass wir weiter hier nach unten gehen müssen. Weiter in das Herz der Makropole eindringen. Toll, Baltacaron. Klau das einfach mal. Okay. Sehr schön. Wir müssen dahin. Wisst ihr was? Es läuft gerade so einfach. Ich weiß, ich werde es bereuen, aber... Oh mein Gott, warum lebt ihr noch so? Okay. Ja, langsam wird es interessant hier. Oh, Besessener! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich weiß, die Besessenen, die haben mich bisher immer, wenn ich einen gesehen habe, getötet. Nein, ein Hundi, Hilfe! Danke. Danke dir. Auch wenn meine spezielle Fähigkeit jetzt gerade nichts bringt. Das muss besiegt werden. Ey. Warum verliert ihr kein Leben? Vernichten wir den! Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Alter, wir müssen die Toughness hier raufkriegen wieder. Und ich habe noch gesagt, ich mag diese Minibosse. Nein, ich mag sie doch nicht. Ich revidiere alles, was ich gesagt habe. Oh, danke schön. Ich kann vielleicht auch nochmal Muni, falls jemand Munition braucht hier. Mark hockt da hinten einfach, der lässt es sich gut gehen. Mit denen. Au. Komm, retten wir Mark mal eben schnell. Ja, 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 du wirst das überstehen. Du wirst das überstehen, keine Sorge. Nachladen. Sagt der, den ich gerade befreit habe, ne? Okay, dann starten wir das mal. Das sieht mir nochmal nach einer großen Hordensektion aus. Wenn wir den irgendwie... Wie können wir den denn aktivieren? Ach, hier. Ach, das ist nur ein Fahrstuhl. Wir sind noch gar nicht da. Uiuiuiui. Das wird interessant, Leute. Habe ich den nicht getroffen? Entriegelt die Kryonikstäbe. Okay, hier werden scheinbar Lehman Russ Panzer gebaut. Interessant. Oh! Der merkt nicht, dass er hier angegriffen wird. Und es kommt wieder diese wirklich coole Musik. Ich helfe ihm mal eben Baltacaron, dass sie die Kryonikstäbe hier aktivieren kann. Ja. Komm schon. Ich habe keine Lust, das jetzt hier am Ende noch zu verlieren. Ich weiß nicht, wo Baltacaron damit hin muss, aber ich verfolge mal hier die Schritte. Sehr gut. Oh mein Gott. Irgendwo ist ein Sniper. Ich weiß nur nicht wo.
Oh, ho, ho. Wie viele sind das hier, die hier kommen? Aber, okay, ich wollte denen beim Snipen helfen, aber wenn die hier alle auf mich drauf in den Nahkampf kommen, kann ich das wohl schlecht in Ruhe hier snipen. Ist er gestorben? Okay, ist keiner gestorben, ist nur ein großer Feind. Oh nein! Mist. Das ist Mist. Na gut, ich bleib mal hier bei Main. Die Musik ist so cool. Oh oh. Wo war der? Ist er irgendwo runtergesprungen? Ach, das war aber das einer von uns. Komm, nehme ich das Ganze. Da müssen wir hoch, da hinten. Okay. Gehen wir da lang. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, so wie es aussieht, noch zwei Stück. Machen wir erstmal den hier drüben. Einbauen. Und dann, es ist mir jetzt egal, ich versuch's einfach. Ich will hier durchkommen. Oh, Hundis. Hundis. Und dieser Sprung hat scheinbar wehgetan. Komm schon. Wenn ich schnell genug bin, können die mich nicht kriegen. Oh mein Gott, die sind überall. Die können mich kriegen. Lass die Köpfe rollen. Ah! Au. Ja, Balta Karin nimm. Mark ist so gut wie tot. Und da wird er gleich sterben, denke ich. Karin, man muss hier scheinbar so sliden, okay. Dass wirklich schneller ist. Hm, vielleicht. Interessant, dass man das hier auch so rauf machen kann. Nicht nur runter. Startet das Kühlsystem. Okay. Au, das hat auch wehgetan. Das ist nicht gut. Okay, wir müssen warten, bis das Kühlsystem stabil ist. Mark ist jetzt gestorben. Gar nicht gut. Aber ich versuche hier bei Balta Karin zu bleiben. Und Balta Karin zu unterstützen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Brauchen wir gegenseitig, glaube ich, sehr diese Unterstützung. Ah, jetzt eine Granate hier reinschmeißen. Das wäre nicht schlecht. Zurück, zurück. Und ich bin so gut wie tot. Rennen, rennen, rennen. Nein, wir werden das hier noch verlieren. Wir werden das hier noch verlieren. Ich meine, Mark und Balta Karin gehen einigermaßen noch. Mein, hilf mir. Hilf mir auf. Und mein ist tot. Okay. Wir müssen beide gerettet werden. Aber Balta Karin kann es vielleicht schaffen. Oh, Balta Karin. Ich bitte auch noch. Ich bitte auch noch. Danke. Danke, vielen Dank. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich nichts mehr gemacht. Aber das erste Mal, dass ich gestorben bin. Ich bin hier weg. Mich kriegt ihr nicht nochmal dahin. Auf zum Stormbird. Auf zum Stormbird. Hilfe. Das hat mir gereicht. Alter Falter. Oh mein Gott, kommen da noch viele. Weg mit all denen. Oh oh. Oh oh. Oh, wir haben es geschafft. Meine Güte, wir haben es geschafft. Eieieiei. Alter Falter. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und bevor ihr geht, würde ich ganz gerne einmal nochmal Werbung machen. Denn wenn ihr das Spiel hier selber spielen wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zu MMOGA. Da kriegt man Videospiele, Game Keys relativ gut um deutlich reduziert. Je nachdem, was für ein Spiel, gibt es andere Discounts. Hier bei Darktide, das letzte Mal, dass ich geguckt habe, waren es 8 Euro weniger als auf Steam. Ist alles unten verlinkt und wenn ihr weiter in 40k einsteigen wollt, das könnt ihr sogar mit einem kostenlosen Probezeitraum erstmal kostenlos machen, kann ich euch einige Hörbücher auf Audible nur empfehlen, wie die Gorns Geisterreihe oder die Eisenhornreihe. Macht mir einen Riesenspaß, ich konsumiere alles an 40k-Romanen über Audible, auch das ist unten verlinkt. Wenn ihr da irgendwie mich unterstützen wollt und keine Mehrkosten haben wollt oder im Fall von Audible das erstmal 1-2 Monate komplett kostenlos haben wollt, da müsst ihr dann gar nichts zahlen und für den Testzeitraum und ich kriege eine kleine Provision. Könnt ihr das gerne machen, ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber damit Werbung Ende und lasst uns mal gucken, ob wir noch eine kleine Cutscene kriegen, jetzt da wir Level 5 sind. Ich glaube es fast nicht, aber möglich wäre das. Und lasst es mir natürlich auch gerne unten in den Kommentaren wissen, ob ihr weiter Darktide sehen wollt als Let's Play hier oder lieber ein Strategiespiel oder so. Okay, wir sind zwar ein Level aufgestiegen, gibt aber keine neue Cutscene. Oder wollt ihr bei Darktide vielleicht mal eine andere Klasse sehen? Fände ich alles mal mega interessant, mir das anzugucken.
Lasst es mich in den Kommentaren wissen und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.